Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dark Souls 3, Part 47. Tja, ihr seht's ja, ne? Ja, beim letzten Mal haben wir ja hier an der Stelle auch aufgehört, ne? Beim ragenden Wurm, der uns hier wirklich die Hölle auf Erden bereitet, in elektrischer Form, also, und das macht enorm Schaden. Und leider haben wir es auch nicht geschafft, die Armbrust, die da oben lauert, dazu zu bewegen, auf den Wurm zu schießen. Ja, die trifft auf jeden Fall uns, auch wenn wir uns direkt hinter dem Wurm befinden. Und ja, aber ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, den jetzt zu besiegen in dieser Folge. Ich werde es versuchen auf jeden Fall, aber der Rage natürlich ganz schön viel rum. Was auch noch zusätzlichen Schaden macht, also wenn wir da in seine Lamellen geraten, ne, oder sein Skelett oder was. Ach, viel hat er nicht mehr, sehe ich gerade. War er das? Nein, war er noch nicht. Jawohl. Heilen, schnell. Und da zum Glück ein zweites Leuchtfeuer hier in dem Bereich noch freigeschaltet. Oh Gott, warum ist denn da jetzt eine Nebelwand? Weil das ein Boss ist? Ist der ein Boss? Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Würde wieder eine. Wäre hier eine Bossleiste. Aber ich könnte mir vorstellen, dass man hier sehr gerne mal invadiert wird. Von irgendwelchen Spaßvögeln. Die sich das hier zunutze machen, aber ich möchte vorher den Wurm ausgeschaltet haben. Danach ist es mir wirklich vollkommen egal, ob ich hier drauf gehe. Ah, der muss sich erstmal beruhigen, weil sonst ist der für uns hier viel zu gefährlich. Fährt er ohne zweite Phase, obwohl es kein wirklicher Boss ist. Wow, aber. Mann, bleib doch mal stehen, Vieh. Na, stehen kann man nicht direkt nennen, aber. Krieg ich doch mal an einer Stelle um. Nicht an Tausenden. Ah, ich muss vielleicht runter. Viel Heiltränke habe ich auch nicht mehr. Oh, oh, jetzt macht er wieder. Da trifft uns wieder diese scheiß Armbrust. Ja, hier ist auch ein super Gebiet, also für Feiglinge zu invadieren, keine Frage. Hm, oder Pfeil und Bogen jetzt. Apropos Feiglinge, ne? Damit könnte ich ihn ja. Ja, der ist jetzt zu weit weg, das ist das Problem. Ja, ich mach's, was soll's. Warum ich hier unnötig in Gefahr bringe, er ist ja schon fast tot. Schießen wir einfach mal zurück, kurzerhand. So. Was? Keine Pfeile oder was? Quatsch. Ne, auf dem. Okay. Ah gut, wir hatten ja mehrere Sturzangriffe auf ihn verübt. Also vielleicht hat das schon ein bisschen was gebracht. Ich hoffe mal, der verschwindet dann wirklich endgültig. Oh Mann, der hält auch nicht still. Ist das ein Vieh? Ich bin so froh, wenn ich den los bin. Also können wir ihn relativ gefahrlos bekämpfen erstmal. Ah, war das? Ja, juhu, wie viel bringt er denn? 6000 Blitzfall und Totenknochensplitter. Geil. Juhu. Hammer, hat sich gelohnt. Ah, sowas liebe ich natürlich. Weil der war ja wirklich hart. Also muss man. Wow. Ja, ich komme immer noch nicht lang, gell? Also hier muss noch irgendeiner sich aufhalten. Nebel durchqueren? Wieso das denn? Oh nee. Hä? Scheiße. Mir war gar nicht bewusst, hä? Dass hier ein Gegner ist? Oh nee, oder? Na toll, oh nicht doch. Direkt in den Bosskampf geschlittert. Ah, ach, du bist das. Du bist ein böses Feuervieh, ich sehe schon. Nee, es gibt mehrere von dem. Scheiße. Nein, wir sind doch nicht immun gegen Feuer.
Na, immun ist gar kein Ausdruck. Ich habe nicht mal mehr viel ist es. Jetzt müssen wir heilen. Und nicht doch. Wow. Oh, damit. Okay. Aber wir können uns hier gut verstecken. Na, hat er auch so eine Explosivattacke? Oh, ein Asylum Demon. Sitzt hier mal so eben rum. Er wurde schon ein bisschen kross durchgebraten. Mehrere sogar von denen. Wow, ein ganzer Berg von denen. Der frisst sie wahrscheinlich zum Frühstück. Was cool ist, dass man sich hier ganz gut verstecken kann. Der hält eine Menge aus, ne? Hat aber eine kleine Frostallergie, glaube ich. Deswegen war hier eine Nebelwand. Ich habe mich schon gewundert. Ich dachte, ich werde invadieren. Habe ich mich an der Tür geirrt und was passiert? Wir werden direkt von so einem Vieh attackiert, ja. So, jetzt wollte ich mal weg. Was hältst du denn davon, Junge? Ne, das wollte ich nicht. Scheiße. Es kommt hier durch. Scheiße. Muss doch einen Trick geben bei dem. Oh, Pfeile habe ich ja noch ein paar, aber man kann leider nicht mehr so viel, wie man will, mit sich rumtragen. Aber muss man einfach ein bisschen springen. Oh, der explodiert! Scheiße. Oh, hauen wir uns mal eine Loot rein. Scheiße. Oh, der hält noch so viel aus, ne? Ne, keine Chance. Das werde ich nicht schaffen. Beim ersten Mal zumindest nicht. Oh. Ich meine, man könnte es schaffen, ja. Ein bisschen mehr Lebensenergie auf jeden Fall. Ja, das war es gleich. Aber der macht halt dafür echt eine Menge Schaden. Nee, das schaffe ich eh nicht mehr. Ah, war klar jetzt. Ich bin wirklich unbedarft in diesen Kampf hineingeschlittert. Hallo, herzlich willkommen zurück, Leute. Ja, da denkt man, man hat diesen dicken Wurm besiegt. Was soll da noch auf einen zukommen? Da schlittert man denn mir nichts, dir nichts in einen Bosskampf. Und jetzt passt auf, es ist... Nee, okay. Der Wurm scheint nicht mehr aufzutauchen. Ja. Versuche ich es nochmal mit dem Boss. Ich schnapp mir erstmal die Loot-Teile, die hier rumliegen. Oh ne, wenn wir jetzt drauf gehen, dann war es das, glaube ich. Was steht denn hier? Versucht hier. Was soll ich denn hier versuchen? Ja, ja. Das ist wieder so ein Schabernack. Ja, vielleicht ist man hier in Sicherheit oder so, kann ja sein. Wenn man den Wurm bekämpft. Na, hier trifft er uns nicht. Haha. Nur drei Schüsse waren das, ne? Ja. Schild des Verlangens. Okay. Na gut, dann hole ich mir nochmal die volle Lebensenergiedröhnung. Und ich versuche es nochmal mit dem Gegner aufzunehmen. Das ist ein Feuerwesen. Ja, wir haben ein Frostschwert. Also was sollen wir denn? Ja, was wollen wir denn mehr? Also damit müsste er sich doch leicht zu besiegen sein, oder? Aber man müsste natürlich mehr Schläge platzieren können. Das ist uns bislang noch nicht geglückt hier. Tja. Ja, zumindest kommen wir an diesem Teil vorbei. Eieiei, hoffentlich können wir schnell genug unsere Seelen einsammeln. Und rein hier. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob uns die Armbrust hier treffen kann oder nicht. Wow, fuck, genau rein, ne? Ich glaube, der ist gar nicht so schwer. Man darf halt nur nicht
ihn von vorne angreifen lassen. Okay, er kann auch hinten. Scheiße. Das waren unsere Seelen gleich. Scheiße, das waren sie. 122.000 Seelen im Arsch. Egal. Egal, was soll's. Ja, es gibt Schlimmeres. Also, wir kriegen ja eh mehr als genug. Und das kriegt man auch sehr schnell zusammen. Also, ihr werdet es sehen. Also, das ist hier wirklich das geringste Übel, hier so ein paar Seelchen zu verlieren. Also, was soll's. Ich wollte ja eh nicht so viel leveln. Also, insofern. Na gut, das brauche ich da nicht einsammeln. Ah, verdammt, warum komme ich hier nicht weg? Wow, das ist eine Explosion, ne? Oh, wenn man da nur nicht... Man kommt halt nicht so nah ran, ne? Also Feuer ist ja wirklich das Schlimmste. Dabei hat unsere Rüstung an sich einen ganz guten Feuerwiderstand. Ich glaube, den sollte ich noch ein bisschen verbessern. Verdammter Mist. Den brauche ich hier. Jetzt haben wir einen höheren Feuerwiderstand. Ah, okay, 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 okay. Ja, das muss ich hier die Umgebung wirklich zunutze machen. Okay, dann rechtzeitig rollen. Ah, verdammt, das war die Explosion von dem Typen. Das war sie wieder. Ah, wenn er das macht, kann man gut angreifen. Nicht dabei. Okay. Diese komische Speiattacke macht, ne? Von vorne. Ne, die nicht. Die meinte ich nicht, ne? Scheiße, genau rein, ne? Wow, weg. Wenn er nur mehr Schaden nehmen würde, ey. Ich mach kaum Schaden bei dem Typen. Und weg. Scheiße. Wow. Trotz meines... Oh, nee. Na, der braucht nur zwei Schläge im Prinzip, dann hat er mich. Bis gleich, Leute. Hallo und herzlich willkommen zurück, Leute. Da ist wieder unser Freund. Oh, und wir springen direkt in seine Attacke. Ja, super. Wir sind ja auch lebensmüde. Oh. Wir rennen einfach mal eine Runde. Die sind so gut wie tot. Hier ist Wasser. Vielleicht bringt das was, wenn wir hier rollen. Also auf jeden Fall bringt das Rollen was, wenn er seine Feuerattacke macht. Seine Feuerspeiattacke. Man kommt noch nicht ran an ihn so richtig. Okay. Dann schlägt er nur zu, aber ich möchte ja mal, dass er speit. Nein, eigentlich bin ich ausgewichen. Moment. Verdammt. Muss ihn erstmal kennenlernen, so ein bisschen. Das ist eigentlich das Coolste, wenn er das macht. Oh, wäre nur nicht dieser Schaden. Das
eigentlich eine gute Attacke gerade, die er gemacht hat. Ah, das ist das Problem, ne? Die dauert relativ lange. Eigentlich muss man nur stehen bleiben, wenn er das macht. Na, wie gesagt, ich muss ihn erstmal kennenlernen. Wo bin ich überhaupt? Ja, ich sehe ihn nicht. Ich sehe mich nicht. Wow! Ja, bis gleich, Leute. Tja, wenn wir nicht so wenig Schaden gegen ihn machen würden, ich glaube, dann wäre das schon lange Geschichte. Okay, weg, 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 weg. Na, nochmal ausholen. Nee. Scheiße. Verdammt! Jaul! Oh, fuck. Ah ja, der hat halt enorme Reichweite, ich null. Ah, so ungefähr. So stelle ich mir den Bosskampf vor. Aber ich muss zu viel schlucken hier, im wahrsten Sinne. Ah, verdammt! Ja, genau rein in seine Speierattacke. Yes, das macht er noch besser hier. Okay, in Sicherheit erstmal. Mann, ich bin ausgewichen. Verstehe ich jetzt nicht. Na schön. Keine Chance. Und einatmen. Nochmal. Manchmal machen sie ja gerne auch die eine Attacke zweimal. Weil sich bewährt hat. Ich wollte eigentlich raus. Oh, es leuchtet da wieder. Weg! Ah, verdammt! Ich sehe noch weg und da war es schon zu spät. Oh ne, jetzt ruft er die Super wieder. Eieieiei. Ich hätte hier auch ein Feuerwerk, sondern das gleiche, ne? Ha, weg! Oh oh, ist das der innere? Ne, der äußere Kreis. Okay, wenn er dreimal haut, der äußere. Klingt manchmal auch ein bisschen lustig. Scheiße. Das war eine nicht gelungene Attacke. Oder Versuch einer Attacke. Ah, er hat natürlich noch das Doppelte. Nein, jetzt stampft er wieder, das ist nicht gut. Oh, das war die innere, aber ich habe Schwein gehabt. Ah! Und die äußere, die erwischt uns voll. Ja, gut, dass wir gewartet haben bis zum letzten Augenblick.
Und dann wegrollen, genau. Ja, genau so. Schade, dass der dabei keinen Schaden nimmt. Wäre natürlich cool. Na? Oh oh. Die äußere Attacke. Ja. Scheiße, ich bin nicht weggekommen. Oh ja. Oh, da sind unterwegs, Gott. Na, das war diesmal richtig. Genauso soll es immer ablaufen. Genauso. Oh oh. Innere oder äußere? Äußere. Okay. Scheiße. Ja. Scheiße. Warum konnte ich da jetzt nicht wegrollen? Ich komm nicht weg, ich komm nicht weg! Scheiße. Oh, das wär's fast gewesen, ja. Mal. Ausnutzen, wenn er das macht. Oh, eigentlich zu lange gewartet, glaube ich. Ja, so machen wir das jetzt. Jetzt gehen wir einfach mal auf Nummer sicher. Scheiße. Okay. Na, beschwör mal wieder Dennis. Pursuer. Nee, jetzt macht er die. Ah, nee, jetzt gehe ich nicht mehr auf Tuchfühlung mit ihm. Ich warte wieder, bis er die Tür. Diese Pursuer beschwört. Scheiße. Eigentlich ist es ja leicht, wenn man erstmal raushört, wie, na, wie bei allen Gegnern, ja. Aber jetzt will er nicht mehr die Teile beschwören. Doch. Nein. Scheiße. Oh, gerade rechtzeitig. Jetzt. Oh oh. Oh, das war Glück. Scheiße, das war Pech hier. Oh, fuck, oder? Das wollte ich jetzt nicht. Okay, geht von ihm aus. Nee, nach innen. Ist egal, ich trinke noch einen. Schick mir rein, noch mehr Wein. So muss das sein. Bete doch nochmal, komm. Beschwöre. Oh ne, auf das Teil kann man nicht hauen. Oh Scheiße. Oh ne. Ja, jetzt. Weg, weg, weg. Okay, okay, okay. Ging gut. Oh, zweimal muss er das machen. Jetzt bloß nicht zu gierig werden. Wir können ihn doch jetzt schaffen, verdammt. Müssen ihn jetzt schaffen, verdammt.
Scheiße. Ah, das ist der richtige Moment. Ausschlaggebend. Ah, nee. Gerade jetzt, wo er geschwächt ist, können wir leider nicht bei ihm bleiben. Scheiße. Ah, ich wollte doch noch versuchen. Und jetzt. Komm noch einmal. Yes! Haha! Jui, das war er. Oh. Ah, kein Fürst, kein Aschefürst. Alter Dämonenkönig. Den hatte ich an sich anders in Erinnerung. Ne? Hieß ja in Teil 2 nicht auch so. Und siehe da, auf wundersame Weise ist wieder ein Leuchtfeuer aufgetaucht. Super. War jetzt nicht so schwer. Also, man muss es wirklich so machen, wie ich es gemacht habe. Ne? Also letztendlich warten, bis er seine Pursuer beschwört. Und dann, so geht man auf jeden Fall auf Nummer sicher. Also in der ersten Phase macht das ja nicht. Da muss man so ein bisschen auf Tuchfühlung gehen, gerade als Nahkämpfer. Was bleibt einem anders übrig? Und danach ist es wirklich easy. Also, da war die zweite Phase im Prinzip leichter, auch wenn es erstmal nicht so den Anschein hatte auf den ersten Blick. Aber doch, cooler Kampf. Nett gemacht. Ist eigentlich machbar, wenn man ihn erstmal kennt, wie alle Kämpfe ja. Na, also hier gibt es ja wirklich keinen Kampf, der nicht machbar ist. Selbst wenn man noch nicht so hart zuschlagen kann wie ich. Boah, das fordert halt Nerven, ne? Ein bisschen Geduld ab. Und ja, wenn man das dann überwunden hat, dann ist es machbar. Ne? Man muss halt warten, bis er die Attacke macht. Und dann geht man hin, landet 2, 3 Hiebe und anschließend wieder in sicherer Deckung, die ja hier zahlreich vorhanden ist. In Gestalt dieser Asylum-Dämonen, die ja aufgehäuft sind. Eieiei, stellt euch mal vor, die würden noch alle lebendig werden. Nein, muss nicht sein. Okay, cooler Boss. Hier scheint es auch nichts weiter zu geben. Ja, puh. Erst den Wurm, jetzt den Boss. Ja, was kann uns jetzt noch erschüttern, Leute? Eine Armbrust da oben. Oder eine Dreier-Armbrust, besser gesagt. So. Dann geht's scheinbar hier oben weiter. Na, immerhin 25.000 Seelen hat's gebracht. Ist jetzt ein schlechter Ersatz, ich weiß, für unsere anderen Seelen, für unsere 122.000. Aber was soll's, Leute. Naja, aber ich würde sagen, an der Stelle... Oh, da ist noch ein Leuchtfeuer. Da bin ich hier gekommen, genau. Ja, würde ich jetzt sagen, mache ich Schluss. Ein Päuschen auf jeden Fall. Das brauche ich immer nach einem Bosskampf. Könnt ihr euch ja sicherlich vorstellen. Und dann sehen wir uns einfach beim nächsten Mal wieder. Also dann, bye bye, ciao ciao, bis zum nächsten Mal, euer Chuck.